Moin, moin! Heute möchte ich euch fünf winterliche Bücher vorstellen, die ich mir vorgenommen habe, im Winter zu lesen. Ich finde, es ist eine sehr schöne Mischung, denn wir haben hier einen Thriller, einen Fantasy-Roman, eine Familiengeheimnisgeschichte und auch zwei Sachbücher. Also hoffe ich auch, dass es für jeden etwas von euch dabei ist. Wenn ihr Anregungen braucht und gerne in winterliche, eisige Atmosphäre hineintauchen wollt, denn ja, draußen vor der Tür ist ja leider nicht so schön winterlich. Wir haben keinen Schnee und noch nicht mal die Temperaturen wollen irgendwie runterklettern. Ich mag ja diese eisige, kalte, klirrende, frische Luft, aber ja, wenn wir das nicht haben, dann sind Bücher natürlich perfekt geeignet, uns an fremde Orte mit anderem Klima ja, zu entführen. Und ich hoffe auch, wie gesagt, dass für euch etwas dabei ist. Wir beginnen mit einem Buch, das ich euch in meinem Weihnachtsbüchervideo schon vorgestellt habe. Und zwar ist es dieses hier, Ein Märchen im Winter von Kate Lord Brown. Das ist allerdings gar nicht so sehr weihnachtlich. Ich wollte es zwar im Dezember lesen, aber das ist das Einzige, was von diesen Büchern noch übrig geblieben ist. Deswegen dachte ich, nehme ich es einfach in diesem Video hier mit rein, denn eigentlich ist es eher winterlich als weihnachtlich. Und ja, ich wollte es eigentlich in unserem Buchclub lesen. Im Dezember bin da aber überhaupt nicht reingekommen, hatte so eine kleine Leseflaute und ja, deswegen habe ich es jetzt im Januar begonnen. Ich wollte auf jeden Fall schauen, wie mir es gefällt. Hier treffen wir auf Grace, die ja ihren Mann verloren hat, er ist gestorben und ihr Haus wurde gepfändet. Sie ist jetzt alleinerziehend, sie hat eine kleine Tochter und sie weiß nicht so richtig, wohin mit sich, denn ihr ganzes Leben ist zerstört. Jetzt bekommt sie einen neuen Job angeboten, und zwar den Job einer Assistentin bei einem Schriftsteller. Dieser Schriftsteller ist ja, Fraser Stratton. Der möchte eben seine Familiengeschichte aufschreiben. Er ist sehr exzentrisch und verlangt einiges von seiner Assistentin und hat schon viele abgewiesen, aber bei Grace stimmt irgendwie so die Chemie und die beiden kommen ganz gut klar. Sie nimmt diesen Job nicht nur an, weil sie unbedingt ein neues Heim und Geld braucht, sondern auch, weil sie selbst so ein bisschen mehr über ein Schmuckstück erfahren möchte, das in ihrem Besitz, in ihrem Familienbesitz ist. Und aber irgendwas verbindet dieses Schmuckstück mit, ja, sie mit der Familie der Strattons. Natürlich gibt es da auch noch den attraktiven und sympathischen Patensohn von Fraser, nämlich Jack, der auf diesem Anwesen arbeitet, wo sie jetzt ja, für ihren Job eben auch ein Heim gefunden hat in so einem kleinen Cottage. Und ja, die beiden lernen sich auch kennen. Das Ganze ist über ein ganzes Jahr, glaube ich, erzählt. Also wir befinden uns hier nicht nur im Winter, aber ich finde, es hat schon so seine frostigen und winterlich gemütlichen Momente so am Anfang besonders gehabt und hat mir auf jeden Fall schon gut gefallen. Ich weiß von den anderen Mädels aus dem Buchclub, dass es für sie ein Flop war. Das kann ich bisher noch nicht bestätigen. Das bringt mir im Moment wirklich viel Spaß. Es hat einen sehr leichten Schreibstil. Wir erfahren eben viel über die Person, die Grace kennenlernt, aber eben auch so ein bisschen über die Familiengeschichte durch die Recherche von Fraser. Und ja, wie gesagt, wir haben hier auch einen Humor drin, der das Ganze sehr, sehr unterhaltsam macht. Mal gucken, ich bin ja noch nicht so weit, wie sich das Ganze entwickelt und vielleicht werde ich ja noch den Grund erfahren, warum für die anderen Mädels aus dem Buchclub das Ganze irgendwie ein Flop geworden ist. Bisher, wie gesagt, für mich eher unterhaltsam. Das nächste Buch ist ein Sachbuch, das auf wahren Begebenheiten basiert. Und zwar ist das Die Toten vom Dyatlov-Pass, eines der letzten Geheimnisse des Kalten Krieges. Geschrieben wurde das Ganze und recherchiert von Alexei Rakitin. Das ist meines Wissens aber ein Pseudonym, weil er sich so ein bisschen schützen möchte, weil das Ganze nicht sehr ungefährlich ist, diese ganzen Informationen wieder hervorzuholen. Denn es soll oder wurde vieles vertuscht an diesem Fall. Eine Wandergruppe im Jahre 1959 wurde eben im eisigen Gebirgspass des Urals gefunden, total verstümmelt, also ihre Leichen wurden gefunden und keiner weiß so richtig, was damals passiert ist. Es wird ziemlich viel
spekuliert, viel Mystisches auch spekuliert und dadurch sind auch sehr viele Legenden und sehr viele ja, seltsame Geschichten entstanden. Aber hier wird halt viel auf Fakten aufgebaut, sehr, sehr detailreich werden Akten ausgewertet, ja, und dann gibt es noch Originalaufnahmen vom Fundort. Also das Ganze ist sehr detailliert und halt wirklich sehr gut begründet wohl. Manchen ist es zu detailliert, dass es manchmal ein bisschen ja, langatmig wird, aber man ihn sehr gut nachvollziehen kann. Ja, ich bin sehr fasziniert von diesem Fall. Ich bin darauf gestoßen, ja, in dem Zusammenhang, als ich diese ganzen Bergsteiger-Abenteuergeschichten gesucht und gesuchtet habe als Bücher und auch als Dokumentation. Und da bin ich eben auf diesen Fall gestoßen und habe dann gesehen, dass ein relativ neues Buch dazu erschienen ist. Und deswegen habe ich das als Rezensionsexemplar angefragt. Ich werde es wahrscheinlich nicht von vorne bis hinten wie ein Roman lesen, sondern immer wieder ein Kapitel nach dem anderen. Mal gucken. Aber es ist ja wirklich eine spannende Geschichte, was mit den armen, ja, Leuten, jungen Leuten da passiert ist. Und ja, da freue ich mich sehr drauf, mehr darüber zu erfahren. So, dann haben wir ein relativ neues Buch, was bei mir eingezogen ist. Und zwar ja, ein Märchen, ein fantastisches Märchen. Der Bär und die Nachtigall von Catherine Aden. Das Buch spielt im Reich Rus und dort erzählt die alte Amme ihren Pflegekindern immer wieder verbotene Geschichten. Verbotene Geschichten von Zauberei, aber auch von mystischen Wesen. Und darunter, unter den Kindern, die diese alten Geschichten erzählt bekommen, ist auch Vasya. Die weiß, dass in diesen Geschichten ein wahrer Kern enthalten ist, denn sie kann diese Wesen, diese zauberhaften Wesen, diese mystischen Geister sehen und wahrnehmen, die ihr Reich, die ihr Zuhause beschützen. Doch sie merkt auch, dass sich irgendwo im Reich eine düstere Macht bildet und ihr Zuhause bedroht. Was das Ganze nun mit ihrer Fähigkeit zu tun hat, dass sie diese Wesen sehen kann und ja, wie sie das Ganze abwenden kann, das weiß ich noch nicht. Der Klappentext verrät sehr, sehr wenig. Ich kann mir noch nicht so viel drunter vorstellen, aber alleine dieses ja, Russland angehauchte und diese wahrscheinlich mythischen Sagen und Märchen, die vielleicht wirklich den Mythen aus Russland angelehnt sind, finde ich unglaublich spannend. Hier steht, inspiriert von uralten Mythen und der Sehnsucht nach Freiheit, erzählt Catherine Aden von der unerschrockenen Suche einer jungen Frau nach ihrem Schicksal. Ich habe hierzu mehrere Meinungen gehört, die positiv und eher kritisch sind, aber ich freue mich auf dieses atmosphärische, hoffentlich Märchen-Fantasy-Werk. Es ist, glaube ich, der erste Teil einer Reihe. Und ja, da freue ich mich drauf. Dazu wird es auch eine Rezension geben, denn es ist ja ein Rezensionsexemplar. Jetzt kommen wir zu dem winterlichen Thriller. Und zwar ist es der 10. Gast von Shari LaPena. Es gibt kein Entkommen. Das Buch habe ich jetzt bereits beendet im Januar mit meinem Bücherclub zusammen. Hier haben wir ganz viele verschiedene Perspektiven, verschiedene Protagonisten. Denn aus der Sicht der Hotelgäste wird berichtet, ein Hotel, was sehr abgelegen liegt in einem Wald. Wir haben sehr viel Schneefall, wir haben sehr viel Sturm. Die Gäste kommen alle in diesem Hotel einer nach den anderen an. Wir erfahren etwas mehr von ihnen und auf einmal müssen sie feststellen, dass nicht nur der Strom ausgefallen ist, dass sie eingeschneit werden, dass sie aus dem Hotel erstmal nicht entkommen können, sondern dass es auch noch einen Mörder unter ihnen gibt. Denn es wird eines Morgens eine Leiche entdeckt und zunächst denken alle an einen Unfall, sind natürlich trotzdem sehr betroffen, aber irgendeiner spricht die Vermutung aus, dass das wahrscheinlich kein Unfall war, sondern ein Mord. Und so beginnen sie sich gegenseitig zu verdächtigen. Es kommt zu weiteren Übergriffen und auch der Leser muss natürlich sehr viel rätseln. Das Ganze ist natürlich sehr spannend, weil es aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Es hat schon einen gewissen Kniff
und es ist ein großartiger Page-Turner und auch diese eisige Beklommenheit, die wir hier geliefert bekommen, ergibt eine sehr schöne winterliche Atmosphäre. Das letzte Buch ist wieder ein Sachbuch und zwar In Schnee und Eis von Rudi Palla, die Himalaya-Expedition der Brüder Schlagentwald. Hier werden eben Forscher, Abenteurer beleuchtet, eben die Brüder Schlagentwald, die unter die Fittiche von Humboldt genommen worden sind und die so ein bisschen in Vergessenheit geraten worden sind, obwohl sie ziemlich viel erreicht haben und ziemlich viel auf sich genommen haben, um viele Forschungsergebnisse, viele Forschungen zu betreiben. Und hier wird so ein bisschen umrissen, was sie alles getan haben und eben diese Himalaya-Expedition soll auch beleuchtet werden. Ich mag ja dieses Abenteuerliche, es soll auch gut geschrieben sein und der Ivo Palla, Quatsch, der Rudi Palla, der kennt sich mit der Materie auf jeden Fall auch aus und das Ganze macht mich sehr neugierig, darüber etwas zu erfahren. Und ja, und ich denke auch, dass so ein abenteuerliches Bergsteigerbuch kann auf jeden Fall auch winterliche Atmosphäre hervorrufen. Ja, das waren meine 5 winterlichen Büchertipps. Ich hoffe, für euch war etwas dabei. Ich freue mich, sie alle zu lesen bzw. euch dann vorzustellen, wenn ich sie gelesen habe. Und wenn ihr dazu irgendwas wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch weitere winterliche Buchtipps habt, dann schreibt auch die gerne in die Kommentare. Ich freue mich da immer drüber. Und ja, jetzt wünsche ich euch eine schöne winterliche Lesezeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.